Es klingt unglaublich, doch es stimmt. In der Bibel gibt es Menschenopfer. Was steckt dahinter? In vielen alten Kulturen gab es Menschenopfer. Am bekanntesten sind vielleicht diejenigen der Azteken im heutigen Mexiko. Dort galt es groteskerweise zum Beispiel als besondere Ehre, wenn man dem Sonnengott namens Huitzilopochtli geopfert worden ist. Aber auch aus dem alten Europa und dem vorderen Orient gibt es Hinweise auf Menschenopfer. Einige antike Schriftsteller, wie zum Beispiel Herodot, berichten des Öfteren von Menschenopfern. Doch dabei müssen wir vorsichtig sein. Kann man das wirklich für bare Münze nehmen? Die Absicht oder die Tendenz einiger dieser Autoren war es offensichtlich, Menschenopfer als etwas Barbarisches darzustellen, was es nicht bei uns selbst gibt, sondern nur bei den anderen, irgendwelchen fremden Völkern, die weit weg leben oder vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden solche barbarischen Riten wie Menschenopfer praktiziert haben. Deswegen ist es wichtig, wenn man wirklich Fakten über Menschenopfer herausfinden möchte, auch außer den literarischen Quellen zu schauen, welche Indizien uns vielleicht die Archäologie liefern kann. Und tatsächlich wird man fündig. In der punischen Hafenstadt Karthago in Nordafrika hat man Felder gefunden mit vielen Hunderten und sogar Tausenden Kinderknochen auf einer Stelle. Handelt es sich dabei, wie oft angenommen wird, tatsächlich um die Überreste einer grausamen Praxis, in der kleine Kinder geopfert worden sind? Oder sind diese Ansammlungen von Knochen vielleicht einfach nur zentrale Friedhöfe für Kinder, die eines natürlichen Todes gestorben sind? Das ist nicht einfach herauszufinden. Interessanterweise gibt es jedoch in Phönizien, dem Mutterland der Karthager, im heutigen Libanon, archäologisch keine auswertbaren Hinweise darauf, dass es dort Menschenopfer gegeben haben könnte. Auch in Israel, im alten Israel, das ja nur wenig südlich von Phönizien lag, konnten bis jetzt keine archäologischen Beweise dafür gefunden werden, dass es dort Menschenopfer gab. Allerdings die Bibel. Sie berichtet uns von Menschenopfern an mehreren Stellen. Die Bibel erzählt mindestens drei Gegebenheiten, wo konkret Menschen geopfert worden sind oder geopfert werden sollten. Am bekanntesten ist wahrscheinlich die Geschichte von Abraham und seinem Sohn Isaak. Eines Tages hat Abraham einen Auftrag von Gott bekommen. Gott sprach zu ihm: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn zum Brandopfer. Was Abraham nicht weiß, das Ganze ist nur eine Prüfung. Gott will wissen, wie stark Abrahams Glaube ist. Und Abraham besteht diesen Test. Er nimmt seinen Sohn Isaak, führt ihn zum Brandopferaltar, legt ihn da drauf, hat das Schlachtmesser schon in der Hand, mit dem er seinen Sohn töten will, und da hört er vom Himmel eine Stimme rufen, die sagt: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest. Stattdessen findet Abraham einen Widder, den er an Isaaks Stelle opfern kann. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Ist das nicht brutal? Passt das zu unserem Bild von einem lieben Gott, wenn Abraham auf so eine harte Weise geprüft wird, ob er bereit ist, seinen eigenen Sohn zu opfern? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Die zweite Geschichte ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Sie handelt von einem Mann namens Jephtha. Jephtha war einer der sogenannten Richter. Das waren charismatische Führergestalten in Israel in der Zeit, bevor es einen König gab. Die Israeliten unter Jephtha kämpften einmal gegen eins ihrer Nachbarvölker im Osten, die sogenannten Ammoniter. Jephtha als Anführer Israels leistet nun einen folgenreichen Schwur. Er spricht zu seinem Gott Jahwe: Herr, wenn du mir die Ammoniter in die Hand gibst und mich siegen lässt über sie,
dann werde ich dir ein Opfer bringen. Ich werde dir ein Brandopfer bringen, und zwar dasjenige, was mir als erstes entgegentritt aus meiner Haustür, wenn ich wieder heimkomme. Und Jahwe nimmt diesen Schwur an. Jephtha besiegt die Ammoniter und kommt freudig nach Hause. Doch jetzt kommt die große Katastrophe. Das Erste, was ihm aus seiner eigenen Haustür entgegentritt, ist sein einziges Kind, seine eigene Tochter. Sie hat schon von Jephthas Sieg auf dem Schlachtfeld gehört und kommt ihrem Vater freudig entgegen. Aber er realisiert, was für eine schlechte Nachricht das jetzt ist. Er muss seine eigene Tochter opfern. Doch wie schwer das auch ist, er macht es. Und auch die Tochter willigt heldenhaft ein und sie wird geopfert. Die dritte Geschichte in der Bibel, wo ein Menschenopfer berichtet wird, spielt im 9. Jahrhundert vor Christus. Damals, es gab nun Könige in Israel, kämpften die Israeliten wieder einmal gegen einen ihrer Nachbarn. Nun waren es die Moabiter, die südlichen Nachbarn der Ammoniter, die östlich vom Toten Meer lebten. Der König der Moabiter namens Mescha war in einer aussichtslosen Situation im Kampf. Offenbar ging es ihm sehr schlecht und die Israeliten waren kurz davor, den Kampf zu gewinnen. In dieser Situation nimmt Mescha seinen eigenen Sohn, den Erstgeborenen, und opfert ihn. Er bringt ihn zum Brandopfer dar für seinen Gott, den Gott der Moabiter namens Chemosh. Offensichtlich hat diese drastische Maßnahme Erfolg, denn es heißt, dass die Israeliten daraufhin den Rückzug angetreten haben. Mescha kennen wir übrigens noch aus einem anderen Kontext. Im Jahr 1868 wurde im heutigen Jordanien die sogenannte Mescha-Stele gefunden. Dieser weltberühmte Gedenkstein, ich blende mal ein Foto ein, berichtet aus der Sicht Königs Meschas, wie er es geschafft hat, die Abhängigkeit vom Königreich Israel abzuschütteln. Und er dankt dabei seinem Gott Chemosh. Diese Inschrift ist sehr bedeutend, weil sie nach Meinung einiger Gelehrter der älteste Beleg außerhalb der Bibel dafür ist, dass es in Israel eine davidische Königsdynastie gab. Doch das ist ein Thema für ein anderes Video. Kehren wir zurück zum Menschenopfer. Die Bibel berichtet an einigen Stellen vom Kult des Gottes Moloch. Laut biblischem Bericht wurden dem Moloch scheinbar kleine Kinder geopfert. Es heißt an einigen Stellen, die Menschen sollen ihren Sohn oder ihre Tochter für Moloch durchs Feuer gehen lassen. Nun, manche Wissenschaftler sind der Meinung, hier wird gar nicht der Kult einer Kinderopferung beschrieben, sondern es geht um einen Initiationsritus. Die Jugendlichen sollen durchs Feuer gehen, so wie man etwa über glühende Kohlen geht, um in eine neue Lebensphase einzutreten. Aber sogar von Jahwe, dem Gott der Israeliten selber, heißt es an manchen Stellen in der Bibel, dass er scheinbar Menschenopfer fordern würde. So gibt Jahwe im Buch Exodus die Anweisung, dass ihm alle Erstgeburt zusteht, sowohl vom Menschen als auch vom Vieh. Es heißt dann zwar auch, dass die Erstgeburt vom Menschen ausgelöst werden könne durch ein substituierendes Opfer in Form eines Tieres. Aber erstmal steht das da so. Und an einer anderen Stelle heißt es beim Propheten Ezechiel, dass Jahwe zu einer früheren Zeit sogar schlechte Gebote erteilt hätte, sodass auch die Israeliten für Jahwe ihre Kinder durchs Feuer gehen ließen, so wie wir es bei Moloch gerade kennengelernt haben. Auch beim Propheten Micha wird einmal die Möglichkeit diskutiert, ob man vielleicht dadurch Jahwes Wohlgefallen und Gunst erwirken könnte, wenn man seinen eigenen Sohn opfert. Micha, der Prophet, lehnt diese Logik streng ab. Er ist damit auf einer Linie mit den meisten anderen Theologen im alten Israel. Für sie war klar, Jahwe-Glauben und Menschenopfer passen nicht zusammen. Wie auch immer,
Spätestens am Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus war nach biblischem Bericht Schluss mit Menschenopfern in Israel. Denn damals regierte König Josia und führte eine tiefgreifende Kultreform durch. Er schaffte den Moloch-Kult ab und damit auch alle Riten, die damit zusammenhingen, vielleicht Kinder zu opfern oder sie durchs Feuer zu schicken. Einige Bibelforscher sind der Meinung, dass die josianische Kultreform, die auch eng mit dem Buch Deuteronomium in Zusammenhang steht, vielleicht nicht historisch gewesen sein könnte. Doch das ist ein Thema für ein neues Video. Wenn ihr das und meine anderen Videos zu den Themen Bibel und Alter Orient nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Außerdem freue ich mich darüber, wenn ihr in der Kommentarfunktion darüber diskutiert, ob es eurer Meinung nach in Israel Menschenopferkulte gab, vielleicht sogar für Jahwe selber. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Bibel Orient TV.